Willkommen zurück. Wir haben ja gesehen, dass man mit Git Move die Versionsgeschichte von einer Datei behalten kann. Mit Move verliert man sie. Ich habe viel von dieser Versionsgeschichte geredet und jetzt wollen wir die mal anschauen. Dafür gibt es den Befehl Git Log und damit kann man die ganze Versionsgeschichte von einem Repository sehen. Wenn ich einfach Git Log eingebe, bekomme ich das in so einem Output. Das habe ich dort drin, also den Commit-Hash, einen 40-stelligen Hexadezimalen. Dann der Autor, Patrick Bucher, das ist der Name, den habe ich mit User.name konfiguriert. Das ist meine private E-Mail-Adresse, habe ich mit git-config-user.email konfiguriert. Bei Ihnen wird es die SLUTS-Adresse sein. Dann das Datum, Zeitzone hier lokal. Und dann die Commit-Message, in diesem Fall eine einzeilige. Und die Commits werden von zuoberst der neueste in absteigender Reihenfolge angezeigt. Also das ist noch, die Standardausgabe von Git Log. Hier nochmal auf der nächsten Folie das Ganze erklärt. Das habe ich jetzt schon gemacht. Das können Sie dann in Ruhe nachlesen. Es gibt verschiedenste Parameter für Git Log. Ich habe jetzt hier auf dieser Folie einen kleinen Auszug daraus. Der erste Parameter wäre dieser -n-Parameter und statt n gebe ich dann einfach eine Zahl mit, zum Beispiel Git Log -3, dann kommen die letzten oder die neuesten drei Commits. Dann kann man mit -p die inhaltlichen Änderungen jetzt Commits anzeigen. Könnte dann recht ausführlich werden. Mit --stat werden die Änderungsstatistiken angezeigt, also wie viel sich pro Datei und insgesamt im Commit geändert hat, also statt eher quantitativ, statt inhaltlich. Dann gibt es den Parameter --pretty, also für eine schönere Ausgabe. Und eben schön kann verschiedene Sachen bedeuten. Da gibt es vordefinierte Ausgaben, zum Beispiel One-Line, Short, Medium, Full, Fuller, je nachdem, wie viel Information Sie wollen. Können zum Beispiel git log --pretty gleich one-line angeben und dann bekommen Sie diese Ausgabe. Sie können auch benutzerdefinierte Formate definieren, pretty gleich format, Doppelpunkt und dann so ein Formatkennzeichner. Kennen Sie vielleicht von der Go-Programmierung noch, wobei wir hier spezielle Formatkennzeichner haben, werde ich dann noch zeigen, wie man die nachschaut. Also mit git help log nach Pretty suchen und dann kommen dann diese ganzen Varianten. Was es noch gibt, gerade wenn Sie mit Branches arbeiten, --graph, dann sehen Sie auf der linken Seite, wie dort diese ganze Branchings sich ausgewirkt haben auf das Log. Schauen wir vielleicht später mal an. Das Repository, das wir für die Übung verwenden, hat eben noch keine Branches drin. Aber wichtig ist, dass Sie es kennen. Sie können auch die Commits zeitlich einschränken, also since after und until before. Können Sie auch paarweise verwenden, also Commits since zum Beispiel yesterday until today 12 o'clock oder so. Das sind einfach Synonyme, also since after bedeutet das gleiche und until before bedeutet das gleiche. Also können Sie Git Commit von einem bestimmten Zeitraum anschauen. Mit Name Only geben Sie einfach die Dateinamen aus, also welche Dateien von einem Commit betroffen worden sind. Das Ganze funktioniert auch mit dem Tool GitK. Also TK ist ein GUI-Toolkit und die haben das da eingebaut, dass Sie es eben auch grafisch anschauen können. Bevor wir zum Aufgang kommen, schauen wir es schnell an. Also Git Log, Standard Log. Es wird ein Pager geöffnet, wenn die Ausgabe eine Bildschirmhöhe übersteigt, kann ich dann mit Page Up, Page Down, mit den Cursor-Tasten, mit JK und so weiter, kann ich da durchscrollen und mit Q komme ich wieder raus. Also Standard Git Log, Git Log -2 gibt einfach die letzten beiden Commits aus, Git Log -p gibt auch die inhaltlichen Änderungen aus. Was haben wir da noch? --stat, git log --stat, falsch geschrieben, sagt mir auch, wie viel pro Datei und insgesamt geändert worden ist. Und dann eben die Pretty-Ausgabe, pretty gleich one-line, gibt mir eine kompakte Ausgabe zurück, also links Commit-Hash, rechts verschiedenste Informationen, Commit-Message. Dann gibt es verschiedene Varianten.
Die anderen zeigen jetzt hier nichts, kommt nachher bei der Übung, vielleicht ganz schnell gibt es K. Falls das funktioniert, ja, es funktioniert. Grafisches Tool, das mir eben alle Commits ausgibt, kann sich ein bisschen durchklicken. Ich verwende es eigentlich nie, kann aber hilfreich sein. So, das war mal die Einführung. Jetzt wollen wir ein paar Aufgaben dazu machen. Verwenden Sie GitLog mit den Parametern von der vorherigen Folie aus. Also probieren Sie, wollte ich wahrscheinlich schreiben. Sie können die Parameter auch miteinander kombinieren. Das habe ich jetzt mal gemacht. Das können Sie auch selber mal ein bisschen durchprobieren. Aufgabe 2. Denken Sie sich 3 konkrete Anwendungsfälle für GitLog aus und finden Sie die passenden Kommandozeilenparameter, um den Anwendungsfall möglichst elegant abdecken zu können. Dokumentieren Sie die Anwendungsfälle mit dem entsprechenden Befehl und den verwendeten Parametern in einer Datei Aufgabe 11.txt. Das machen wir jetzt mal ein bisschen ausführlicher. Und ich habe mir da schon etwas ausgedacht, was man zum Beispiel machen könnte. Also wie im nehmen wir Nano, Aufgabe 11.txt, Anwendungsfall 1, was möchte ich machen? Zum Beispiel alle Commits des Monats März Umlaut ging gerade nicht, schreibe hier März anschauen. Das wäre ein Anwendungsfall. Oder ich könnte zum Beispiel die inhaltlichen Änderungen der letzten 3 Commits anschauen. Oder ich könnte einen tabellarischen Output CSV für Data Science generieren. 3 grobe Ideen. Also wie machen wir das? Ich mache vielleicht noch eine zweite Git Bash auf. Also hier kann ich dokumentieren, hier kann ich dann arbeiten mit Git. Was sollen wir machen? Alle Commits des Monats März anschauen. Gehen wir mal auf die Folien zurück und das haben wir da. Zeitliche Einschränkungen sind until oder after und before. Schauen wir mal, wie wir das bewerkstelligen wollen. Git log sind, und jetzt gebe ich ein amerikanisches Datumsformat ein, 03.01, also Big Endian, Jahr, Monat, Tag, until, auch wenn es noch nicht so weit ist, Ende März. Ich bin noch nicht im Git Repository drin. So, jetzt habe ich das. Also in diesem Repository habe ich jetzt nur im März gearbeitet. Da kommen so diese Commits, aber den Befehl kann ich so dokumentieren. Also ich schaue mal, ob ich das irgendwie hier rüber kopieren kann. Mit Primary Selection, falls das unterstützt wird. Ja, das funktioniert. Das wäre mein Befehl. Dann zweitens die inhaltlichen Änderungen der letzten 3 Commits anschauen. Wie machen wir das? Die letzten 3 Commits, minus n, also zum Beispiel minus 3, und inhaltlich mit minus p. Schauen wir, wie das geht. Git log minus 3, minus p. Und da sehe ich ein Commit mit Inhalt, 2 Commits, 3 Commits. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich mehr gemacht habe. Aber das wäre der Befehl, ganz einfach. Git log minus 3, minus p. So, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Einen tabellarischen Output, CSV für Data Science generieren. Also ich möchte jetzt einen Report generieren, den ich dann irgendwie weiterverarbeiten kann. Der soll maschinenlesbar sein. Hierzu gibt es eben dieses Pretty-Format und spezielle Formatkennzeichner. Und jetzt sollen wir erfahren, was das überhaupt bedeutet hier. Also %H, %CN und so weiter. Beziehungsweise ich möchte noch weitere Felder herausfinden. Gebe git help log ein und auf Windows in der Regel kommt jetzt so eine HTML-Hilfeseite und dann suche ich jetzt einfach mal nach
--format. Und jetzt kommen da diese Formate. Und wenn ich da ein bisschen runter scrolle, kommen da Pretty Formats, One-Line, Short, Medium, Full und so weiter. Wenn ich dann noch weiter runter scroll, dann bekomme ich diese ganzen Formate hier. Und zum Beispiel Farben verwenden. Oder so habe ich noch den ganzen Commit-Hash mit Prozent H, den abgekürzten Commit-Hash mit Prozent H und so weiter. Offer und Committer, also Prozent C, entweder Committer Name, können Sie dann in Ruhe selber anschauen. Oder einfach mal unsere Idee verfolgen. Also git log pretty gleich format und jetzt kommt mein Format. Womit fange ich an? Zum Beispiel mit einem abgekürzten Commit-Hash als Identifier. Und wenn ich jetzt ein CSV-Format exportieren möchte, nehme ich ein Komma als nächstes. Bei Office nehmen Sie oft ein Semikolon, aber Komma ist das offizielle Zeichen. Dann möchte ich als nächstes die E-Mail-Adresse von dem, der den Commit gemacht hat, als Committer-E-Mail. Genau, das war ich. Mache wieder ein Komma hinein. Ja. Und als nächstes soll ich noch den Committer-Name. Ist auch ein bisschen redundant. Ist trotzdem rein. Komma am Schluss. Wunderbar. Und dann wollen wir noch nehmen das Feld CD. Das ist das Datum. Also ausführlich geschrieben. Also da habe ich einen tabellarischen Output und den kann ich zum Beispiel hier in output.csv umleiten. Wenn ich das jetzt mit Cat aufliste, sehen Sie, das ist ein CSV, das kann ich importieren. Ich kann den wie Data Science damit machen, was auch immer ich dann damit vorhabe. Also wäre dieser Befehl. Ich dokumentiere den wiederum hier drin. Auswählen, Primary Selection und da ist drin, Exit, Save, Yes, Git Add Aufgabe 11, Commit-M, Aufgabe 11, Git Push. So, damit wäre das erledigt. Die Hilfeseite kann ich schließen und die Aufgabe habe ich auch erledigt. Dann bis gleich zur nächsten Aufgabe.